Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Medizinprodukte, um die es hier heute geht, umfassen eine sehr große Bandbreite von medizinisch-technischen Produkten und Verfahren, die im Idealfall Leben retten, heilen helfen und Lebensqualität der Menschen verbessern. Konkret handelt es sich aber auch vom Pflaster über das Fieberthermometer bis hin zum MRT über die ganze Palette der Medizinprodukte, die weit gefächert ist. Laut Schätzungen des BMG momentan rund 400.000 verschiedene Medizinprodukte, die sich im Markt befinden. Und ohne Zweifel zählen Medizinprodukte zu einer sehr heterogenen Produktgruppe. Und viele der Produkte zeichnen sich durch einen sehr kurzen Lebenszyklus aus. Und diese Besonderheiten der Branche müssen bei der Nutzenbewertung berücksichtigt werden. Bereits im Koalitionsvertrag hat die Große Koalition sich darauf verständigt, dass neue Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse im Krankenhaus einer Nutzenbewertung unterliegen sollen. Und mit dem § 137h SGB V der Bewertung neuer Untersuchungen und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz haben wir uns an die Umsetzung gemacht. Für neuartige Medizinprodukte der beiden höchsten Risikoklassen gibt es ab 2016 eine Nutzenbewertung, und in die Nutzenbewertung einbezogen werden Produkte hoher Risikoklassen, die ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept aufweisen. Das gilt für die Risikoklassen 2b und 3, wenn sie einen besonders invasiven Charakter aufweisen. Und noch bis zum 31.12. dieses Jahres erarbeitet das BMG im Benehmen mit dem Bundesforschungsministerium eine Rechtsverordnung, die Begriffe wie neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept und besonders invasiv konkretisiert. Die Zusammenarbeit hier bei dieser Rechtsverordnung läuft sehr gut, und dafür möchte ich mich auch bedanken bei der Frau Staatssekretärin. Aus Sicht der deutschen Medizinproduktehersteller ist der § 137h von großer Bedeutung, aber noch deutlich wichtiger sind die Ergebnisse der EU-Trilog-Verhandlungen. Die EU wird einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie schnell deutsche Hersteller und neue Produkte entwickeln können und ob sie weiterhin Marktzutritt in anderen Ländern der EU haben werden. Der Weltmarkt für Medizintechnik ist bereits heute von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und die Bedeutung wird in Zukunft noch wachsen. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag die Medizintechnikbranche als wichtigen Leitmarkt in Deutschland hervorgehoben. Die deutschen Medizinproduktehersteller sind die wichtigsten und auch die zahlenmäßigst die stärksten Unternehmen dieses Sektors in Europa. Knapp 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der deutschen Medizintechnikindustrie beschäftigt. In Deutschland produzieren etwa 1.200 Unternehmen, von Großunternehmen bis hin zu KMUs, Waren im Wert von jährlich 22 Milliarden Euro. Davon gehen rund 66% in den Export. Weltweit liegt Deutschland damit bei Medizinprodukte-Innovationen an zweiter Stelle hinter den USA. Medizintechnik made in Germany ist international gefragt. Und trotz alledem steht außer Frage, Medizinprodukte müssen sicher sein. Wir müssen mit rechtlichen Rahmenbedingungen Patientensicherheit, Versorgungsqualität und die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems gewährleisten. Frau Kollegin Stamm-Fiebig. Risiken bewerten und Patienten schützen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, ja, der Kollegin Schulz-Asche. Gerne. Bitte schön, Frau Schulz-Asche. Stammschwierig, vielen Dank, dass ich Ihnen eine Frage stellen darf. Sie haben gerade gesagt, dass Medizinprodukte made in Germany weltweit gefragt sind. Möchte ich hier Sie fragen, ob Sie wissen, dass Medizinprodukte, die zum Beispiel in den USA auf den Markt kommen möchten, vorher auch FDA geprüft werden und die meisten großen Unternehmen hier in Deutschland ohnehin FDA-Prüfungen vornehmen, weil sie eben nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch international auf den Märkten präsent sein wollen, und zwar mit qualitätsgesicherten Produkten? Natürlich weiß ich das.
Und natürlich ist die FDA-Zulassung etwas, über was man sich unterhalten kann und muss. Und dann wissen Sie ja sicherlich auch, wie viel dieser Hochrisikoprodukte bereits eine FDA-Zulassung haben. Nur ob wir die jetzt als Standard in Deutschland setzen, das wird sich ergeben. Aber ich weiß das sehr wohl und ich weiß auch, was FDA bedeutet. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, wenn Beamte bewaffnet in ein Unternehmen gehen. Ich weiß nicht, ob das unser Stil ist, in Zukunft mit Herstellern umzugehen. Mit Blick auf die EU-Trilogverhandlungen sehe ich in Verbesserungen innerhalb des bestehenden Systems die beste Lösung. Und zum Beispiel durch strengere Anforderungen an die benannten Stellen, durch engmaschige Kontrollen der benannten Stellen und durch die Entwicklung spezifischer Produktanforderungen. Auch eine verstärkte Koordinierung der Marktüberwachung halte ich für sehr sinnvoll. Meines Wissens liegen derzeit aber keine Erkenntnisse darüber vor, dass staatliche Behörden per se für Produktzulassungen besser geeignet sind als die benannten Stellen. Ich unterstütze die Forderung, dass klinische Bewertung von Medizinprodukten auf klinische Daten gestützt werden müssen. Eine weitgehende Übertragung der bei Arzneimitteln etablierten Bewertungs- und Untersuchungsmethoden auf Medizinprodukte halte ich für nicht möglich. Als Hauptgrund sehe ich hier die so große Produktvielfalt. Der Einführung einer obligatorischen Haftpflichtversicherung für Medizinproduktehersteller stehe ich offen gegenüber. Aber soweit ich weiß, Kollege Schmelzler hat es ausgeführt, ist eine Haftpflichtversicherung der Hersteller bereits heute Marktstandard. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Große Koalition haben wir im Versorgungsstärkungsgesetz bereits einen ersten richtigen und wichtigen Schritt hin zu einer Nutzenbewertung bei Medizinprodukten gemacht. Wir sollten nun Erfahrungen sammeln und anhand der gemachten Erfahrungen können wir dann über weitere nationale Schritte nachdenken. Für uns als SPD-Bundestagsfraktion stehen Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass Medizinprodukte sicher sind, ihnen helfen und keinesfalls ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben gefährden. Deshalb begleiten wir die EU-Trilogverhandlungen sehr intensiv. Dem zu urteilen, was Frau Staatssekretärin Wiedmann-Mautz gestern berichtet hat, befinden sich die Verhandlungen auf einem guten Weg. Noch sind wir als SPD-Bundestagsfraktion deshalb optimistisch. Aber wir werden uns nicht scheuen, einzugreifen, wenn wir den Eindruck haben, dass auf EU-Ebene nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten, sondern nur im Sinne der Hersteller verhandelt wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt der Kollege Dietrich Mohnstadt das Wort.